Gegenstand des nachfolgenden Videos ist das Steuerhaftungsrecht. Dieses Thema ist von hoher Bedeutung für Führungskräfte, da die Finanzverwaltung im Wege des Haftungsbescheids gegen sie vorgehen kann. Da diese Haftungsprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden, geben wir Ihnen im nachfolgenden Video interessante Hintergrundinformationen. Grundsatz im Steuerrecht ist, dass der Steuerpflichtige die von ihm geschuldete Steuer zu zahlen hat. Ausnahme ist, dass das Steuerrecht vorsieht, dass auch Personen, die nicht selbst originär die Steuerschulden, als Haftungsschuldner in Betracht kommen. Damit erweitert die Abgabenordnung in den Paragraphen 34 und 35 die Möglichkeiten der Finanzverwaltung, die Steuer nicht nur vom originären Steuerpflichtigen einzutreiben, sondern auch andere Personen in Haftung zu nehmen. Weiterhin kommt als Haftungsschuldner auch der Steuerhinterzieher in Betracht, und zwar nicht nur derjenige, der eigene Steuern hinterzogen hat, sondern auch beispielsweise jemand, der als Mittäter an einer Steuerhinterziehung teilgenommen hat. Hier erstreckt sich die Haftung dann auf die hinterzogenen Steuern. Die Finanzverwaltung hat darüber hinaus das Privileg, dass der Steuerhaftungsanspruch nicht nur nach den Vorschriften der Abgabenordnung besteht, sondern dass die Finanzverwaltung den Steuerhaftungsanspruch auch durch Steuerverwaltungsakt, nämlich einen sogenannten Haftungsbescheid, nach § 191 der Abgabenordnung festsetzen kann. Das hat für den betroffenen Haftungsschuldner den großen Nachteil, dass er von der Finanzverwaltung in Anspruch genommen wird und es dann seine Sache ist, sich gegen diesen Haftungsbescheid zunächst im Einspruchsverfahren und dann gegebenenfalls im Klageverfahren zur Wehr zu setzen. Voraussetzung der Haftung nach der Abgabenordnung ist, dass zunächst bei der Haftung von Personen eine Person im Sinne von § 34 der Abgabenordnung gehandelt hat. Das sind beispielsweise Geschäftsführer, Vorstände, Vermögensverwalter, Eltern als gesetzliche Vertreter ihrer Kinder, Insolvenzverwalter, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger und Zwangsverwalter. Dieser Personenkreis hat nach der Abgabenordnung die Verpflichtung, nicht nur die Steuererklärung für das von ihm verwaltete Vermögen abzugeben, sondern auch zugleich dafür zu sorgen, dass aus dem von ihm verwalteten Vermögen die geschuldete Steuer auch tatsächlich bezahlt wird. Darüber hinaus kommt auch der faktische Geschäftsführer nach § 35 Abgabenordnung als Haftungsschuldner im Sinne des Verfahrensrechts in Betracht. Als Haftungsschuldner kommt der faktische Geschäftsführer deshalb in Betracht, weil er sich die Geschäftsführung angemaßt hat. Das heißt, er statt des im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführers die Gesellschaft nach außen hin vertritt, die relevanten Gespräche mit Banken, Steuerberatern, Sozialversicherungsträgern etc. führt und sich nach außen hin suggeriert, als sei er der eigentliche Geschäftsführer. Eine Besonderheit gilt bei Arbeitgebern. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Lohnsteuer, die grundsätzlich der Arbeitnehmer als originärer Steuerschuldner schuldet, einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Neben der Haftung von Personen, die wir gerade besprochen haben, kommt auch die Haftung von Sachen in Betracht. Dies betrifft insbesondere die sogenannten verbrauchsteuerpflichtigen Waren. Zudem kommen auch die Einfuhr- und Ausfuhrsteuerpflichtigen Waren hier in Betracht. Das heißt, hier haftet nicht eine Person, sei es natürliche oder juristische Person, sondern hier haftet eine Sache selbst, und zwar mit der Besonderheit, dass die Sache sogar unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an der Sache haftet. Diese Sachhaftung gilt für Ein- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern, die insbesondere bei Bier, Kaffee, Mineralöl und ähnlichen Produkten gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Sachhaftung gilt neben den verbrauchsteuerpflichtigen Waren auch für die Einfuhrumsatzsteuer. Das heißt, in den Konstellationen, in denen der Unternehmer Ware aus dem Ausland einführt, für die im Inland Einfuhrumsatzsteuer geschuldet wird, besteht die Möglichkeit der Sachhaftung. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Haftung lassen sich wie folgt zusammenfassen. Wir benötigen zunächst eine Person, die zum Personenkreis der Paragraphen 34 und 35 Abgabenordnung gehört.
Diese muss eine Pflichtverletzung begangen haben nach § 69 Abgabenordnung. Das heißt, die Person hat die geschuldete Steuer entweder nicht angemeldet oder nicht gezahlt oder gegebenenfalls beides. Drittens ist der Eintritt eines Haftungsschadens erforderlich. Der Haftungsschaden besteht darin, dass die Finanzverwaltung hinsichtlich der Steuerforderung ausfällt. Es muss weiterhin eine Ursächlichkeit, also eine Kausalität bestanden haben zwischen der Pflichtverletzung und dem Schaden. Das heißt, der Steuerausfall des Staates muss auf dieser Pflichtverletzung beruhen. Und schließlich muss derjenige, der als Haftungsschuldner in Anspruch genommen wird, auch schuldhaft gehandelt haben. Das heißt, seine Pflichtverletzung muss vorsätzlich oder fahrlässig geschehen sein. Dabei ist allerdings davon auszugehen, dass die Personen, die nach § 34 und 35 Abgabenordnung haften, als Geschäftsführer, als Insolvenzverwalter, als Testamentsvollstrecker ihre Verpflichtungen kennen, sodass zumindest ein Fall der groben Fahrlässigkeit vorliegen dürfte. Weitere Besonderheit ist, dass gegebenenfalls für Steuern, die für einen anderen einzubehalten sind, also beispielsweise die Lohnsteuer, die volle Haftung greift, während es beispielsweise für andere Steuern, wie die Umsatzsteuer, wo der Unternehmer originär steuerpflichtiger ist, der Grundsatz der anteiligen Haftung gilt. Wir fassen also zusammen, die Haftung kann sowohl Personen, sei es natürliche Personen, sei es juristische Personen und Sachen treffen. Dabei ist die Haftung der gesetzlichen Vertreter, also insbesondere der Geschäftsführer und der Vorstände, von besonderer Bedeutung. Dies bedeutet, dass ein Geschäftsführer sich immer einen Überblick darüber verschaffen muss, ob die Steuer ordnungsgemäß angemeldet und bezahlt ist. Es reicht nicht aus, diese Verpflichtung auf eine andere Person zu übertragen, sei es auf den Leiter des Rechnungswesens, sei es auf den Steuerberater. Selbst wenn eine solche Delegation grundsätzlich zulässig ist, so muss der Geschäftsführer oder Vorstand sich jedenfalls regelmäßig davon überzeugen, ob die Delegation auch funktioniert hat. Das heißt also, die Person, auf die delegiert worden ist, auch tatsächlich den Verpflichtungen nachgekommen ist. Letztlich kann ein Geschäftsführer oder Vorstand seine Haftung nur dadurch vermeiden, dass er die steuerrechtlichen Regelungen strikt einhält und insbesondere dafür sorgt, dass auch regelmäßig dokumentiert wird, dass die Regelungen eingehalten worden sind. Die Grundsätze der Steuerhaftung, die wir in diesem Video theoretisch hergeleitet haben, werden wir in einem gesonderten Video anhand eines Fallbeispiels erläutern. Weitere Informationen und Details zum Steuerhaftungsrecht können Sie im Buch Steuerrecht von Timjas Gatzewski und Jens M. Schmidtmann, erschienen in der FOM-Edition bei Springer Gabler, nachlesen. Darin finden Sie auch weitere steuerrechtliche Themen, die von Lehrenden der FOM praxisnah und fallorientiert präsentiert werden.